Gott schließe dir die Augen zu, begleite dich zur ewigen Ruhe. Hab keine Angst, du bist nicht mehr alleine. Die Nacht ist nicht mehr dunkel hier, ein Engel steht ganz nah bei dir. Er lächelt und er singt das Halleluja. Halleluja, 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 Halleluja. Wir denken an alle Kinder, die Ähnliches erleben mussten. Deshalb auch die Lichter. Wir holen die Sterne zu uns und geben Liebe und Zusammenhalt dazu. Am 11. Juli erhielten wir eine Nachricht von einem Verbrechen, die uns sprachlos machte und uns nach wie vor zutiefst bewegt. Hinzu kam Bestürzung und Fassungslosigkeit, als wir zwei Tage später die Umstände dieses schrecklichen Verbrechens erfahren mussten. Bei dem einen oder anderen, und da nehme ich mich auch nicht aus, gesellte sich im ersten Moment auch Wut hinzu. Das war besonders auch in den sozialen Medien spürbar. Wir alle konnten uns bislang nicht vorstellen, dass eine solche Tat in der scheinbar heilen Welt unserer kleinen Stadt möglich ist und sich in unserer unmittelbaren Nachbarschaft ereignen konnte. Dies mussten wir alle nun schmerzlich erfahren. Ganz quer vertrauert, und wir stehen alle in dieser schweren Zeit zusammen. Wir blicken nun auf die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und erwarten eine lückenlose Aufklärung dieses Verbrechens. Die Täter müssen zur Verantwortung gezogen und mit der ganzen Härte des Gesetzes bestraft werden. In jeder Kita-Klasse in Deutschland sitzen zwei Kinder im Durchschnitt, die missbraucht werden. Das ist eine, entschuldigt mir den Ausdruck, eine Seuche, die sich durch unser Land zieht, über die ganze Welt, aber bleiben wir bei uns. Und jeder von uns kann das beenden, indem wir nicht mehr wegsehen und nicht mehr schweigen und dem, und so hat es Andreas richtig gesagt, indem die Politik endlich aufwacht und handelt. Und ich sehe hier einen Bürgermeister, der sich hier einsetzt für Veränderungen. Und ich habe mitbekommen, dass auch andere Politiker hier sind. Aber ich vermisse bei diesem wichtigen Zeichen, was Querfurt heute setzt, die Spitze eures Bundeslandes Sachsen-Anhalt. Halleluja, Halleluja, oh no, yeah.